Grüß euch, moin, grüezi, servus und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wie im letzten Video angekündigt und wie ihr an den eingangs gezeigten Praxisaufnahmen sehen konntet, geht es heute um etwas Erhellendes, und zwar um die Sofern SC33, eine EDC-Lampe mit angegebenen 5200 Lumen. Wenn euch das interessiert und wenn ihr wissen wollt, wie ihr mit einem Rabattcode bei Amazon günstiger an diese tolle Lampe kommt, dann unbedingt bis zum Schluss dranbleiben. In dieser Verpackung kommt die Lampe zu euch. Ein schlichter weißer Karton mit Magnetverschluss und der dazugehörigen Banderole. Darin befindet sich neben der Anleitung die Lampe selbst, ein Säckchen mit Ersatz-O-Ringen, eine Handschlaufe, die ich bereits montiert habe, sowie einem USB-A auf USB-C Kabel. Ein sonst meistens beigelegter Clip ist an dieser Lampe bereits fix montiert. Ich halte euch mal die Anleitung, die in Englisch und Chinesisch gehalten ist, in die Cam, damit ihr bei Bedarf das Bild anhalten und sie euch durchlesen könnt. Angeboten wird die Lampe sowohl bei Amazon als auch auf der Sofern eigenen Webseite. Dort bekommt ihr auch noch zusätzliches Zubehör, auf das ich später noch eingehen werde. Die Taschenlampe selbst wird sicher einigen von euch von der Form her an eine sehr beliebte EDC-Lampe von Sofern erinnern, die in der Vergangenheit für viel Begeisterung bei den Nutzern gesorgt hat, und zwar die SC32. Während diese von einem 18650er Akku angetrieben wird, der eine Luminous SSD 40 LED befeuert, geht bei der SC33 ein 21700er Akku mit angegebenen 5000 mAh an einer Cree XHB 70.3 ans Werk, die bis zu 5200 Lumen produzieren soll. Somit kann man die SC33 wohl gut und gern als EDC-Lampe auf Steroiden bezeichnen. Ein wichtiger Punkt, wenn die Lampe zu euch kommt: innen zwischen Akku und Feder ist stets ein Isolierpunkt angebracht, damit der Akku nicht entladen wird. Dieser muss natürlich vor Inbetriebnahme erst einmal entfernt werden. Zu den Abmessungen und anderen Daten und Merkmalen. Die SC33 hat eine Länge von 130 mm. Am Kopf und am Heck über dem Clip ist sie ca. 32,5 mm breit und das Rohr ohne Clip hat eine Breite von ca. 28 mm. Das Gewicht beträgt ohne Akku ca. 120 Gramm, mit Akku ca. 190 Gramm. Aufladen lässt sich der Akku mit dem beigefügten Ladekabel in der Lampe, als auch extern in einem Ladegerät, was ich stets bevorzuge. Besonders, da sie während des Ladens im Gegensatz zu anderen Taschenlampen von Sofern leider überhaupt nicht nutzbar ist, was ich sehr schade finde. Der Ladeport befindet sich nicht wie gewohnt am Lampenkopf, sondern am Schalterende. Die Ladedauer wird mit ca. 2,5 Stunden angegeben, was wohl für eine Ladeleistung
von 2 Ampere bei 5 Volt spricht. Am Lampenkopf befindet sich ein Batterieindikator. Der über den Ladestand des Akkus informiert. Dieser leuchtet durchgehend grün von 100% bis 75%, blinkt grün von 75% bis 50% und er leuchtet rot von 50% bis 25% und blinkt rot unter 25%, was bedeutet, dass es höchste Zeit zum Laden ist. Die Lampe verfügt über einen Orange-Peel-Reflektor, in dem die LED sehr gut mittig und zentriert sitzt. Dieser wird von einer gehärteten Mineralglasscheibe und einem leicht taktisch angehauchten Bezel abgeschlossen. Die maximale Fallhöhe ist mit 1 Meter angegeben und zur Wasserdichtheit findet man die IP68-Zertifizierung. Also wasserdicht bis 2 Meter Tiefe für 30 Minuten. Zum Tauchen ist sie nicht geeignet. Zwar sind die SC32 und die SC33 generell zwei völlig unterschiedliche Lampen, was sie aber definitiv gemeinsam haben, ist der elektrische Tailswitch, mit dem alle Funktionen der Lampe geschaltet werden. Und das sind einige. Moonlight Mode, Echo, Low, Medium, High, Turbo, und 3 Strobe-Modi. Weiters kann man die Lampe sowohl im Step-Ramping als auch im Smooth-Ramping betreiben. Der Wechsel zwischen den beiden Gruppen erfolgt bei eingeschalteter Lampe durch 4 Klicks. Außerdem verfügt die Lampe über einen sogenannten High-Performance-Boost-Driver, welcher die Leistung aus der Batterie reguliert und die Spannung zur LED stabilisieren soll, damit diese immer mit dem optimalen und konstanten Strom arbeiten kann. Von der Leuchtcharakteristik ist die Lampe wohl mehr als Fluter zu bezeichnen, denn als Thrower. Auffällig ist die Form des Beams, der wohl am ehesten an eine Blume mit 5 Blütenblättern erinnert. Hier ein Vergleichsbild der beiden Farbtemperaturen. Zu den Modi. Im Step Ramping kommt man in den Moonlight Modus bei ausgeschalteter Lampe durch Drücken des Schalters länger als 1 Sekunde. Dieser leuchtet mit 10 Lumen oder 53 Candela, soll 300 Stunden halten und 15 Meter weit leuchten. Eine, wie ich finde, eher optimistische Annahme. Aber meine Sehkraft ist auch nicht mehr die beste. Die Stufen Echo, Low, Medium und High schaltet man durch, indem man den Schalter anklickt und drauf bleibt, bis der gewünschte Modus erreicht ist. Der zuletzt gewählte Modus bleibt nach dem Ausschalten gespeichert. Echo, dieser leuchtet mit 50 Lumen oder 243 Candela, für 45 Stunden, Reichweite 31 Meter. Low, 300 Lumen, 1417 Candela für 11,5 Stunden, Reichweite 75 Meter. Medium, 750 Lumen oder 3617 Candela für 5,3 Stunden, Reichweite 120 Meter. Und High, 1800 Lumen oder 8900 Candela für 1,85 Stunden, Reichweite 189 Meter. Zweitens das Smooth Ramping. In diese Gruppe kommt man durch viermaliges Klicken bei eingeschalteter Lampe. Die Lampe bestätigt dann mit zweimaligem Blinken. In dieser Gruppe wird nicht durch die einzelnen Modi geschaltet, wenn man den Schalter gedrückt hält. Vielmehr regelt die Lampe vom Moonlight-Modus bis in den Modus High bzw. umgekehrt.
In der Stufe Turbo wird es dann nicht nur richtig hell, sondern auch ordentlich warm. Was in der Folge dazu führt, dass die automatische Temperaturregelung schrittweise die Leuchtintensität verringert, um die Elektronik, aber auch die Hand des Benutzers vor zu viel Hitze zu schützen. In den Turbo-Modus kommt man immer mit einem Doppelklick. Entweder bei ausgeschalteter Lampe, sofern sie nicht gesperrt ist, oder in jeder gerade gewählten Leuchtstufe. Ebenso verhält es sich mit den drei Stroboskop-Modi, die mit einem Dreifachklick entweder bei ausgeschalteter Lampe als auch wieder aus jeder gewählten Leuchtstufe angewählt werden können. Diese sind taktischer Strobe, SOS, und Beacon. Zwischen den einzelnen Strobe-Modi wechselt man ebenfalls mittels Dreifachklick. Nach dem Ausschalten landet man bei erneuter Aktivierung wieder im taktischen Strobe. Ich habe vorhin die Sperre der Taschenlampe erwähnt. Einerseits kann man sie manuell mit einem Vierfachklick sperren. Dies bestätigt die Lampe wieder mit einem zweifachen Blinken. Nun kann man nur noch Momentlicht aktivieren. Sie verfügt als Sicherheitsfeature aber auch über einen Auto-Lockout-Mode, der sich nach ca. 1-2 Minuten automatisch aktiviert und verhindert, dass sie einem die Jacken- oder Hosentasche übermäßig anwärmt oder sich gar ihren Weg in die Freiheit brennt. Entsperren lässt sie sich mit einem Doppelklick. Kleiner Hinweis am Rande: bei meiner Lampe lässt sich der Auto-Lockout-Mode mit einem Vierfachklick bei gesperrter Lampe deaktivieren. Auch nicht unerwähnt lassen möchte ich, dass die Lampe in zwei Ausführungen erhältlich ist. In 4700 bis 5300 Kelvin und in 6000 bis 6500 Kelvin. Ich habe hier das Modell mit dem wärmeren Weiß. Diese ist zwar nicht so hell wie die 6500K Variante, amerikanische Kollegen sprechen von maximal 4000 Lumen bei vollem Akku. Mir gefällt an ihr aber besser, dass die Farben damit natürlicher wiedergegeben werden. Wem es auch noch auf das letzte Quäntchen Helligkeit ankommt, der sollte zur Variante mit 6500K greifen, die doch sichtbar heller ist. Dafür aber ein sehr kaltweißes Licht mit leichtem Stich ins Blau-Grün abgibt. Laut Auskunft eines Sofern-Mitarbeiters bekommt man bei Amazon wohl vorwiegend die 6500K Variante mit Akku, obwohl in der Beschreibung 5000K zu lesen ist. Während man die Lichttemperatur bei Sofern direkt ebenso wählen kann, wie auch den Lieferumfang mit oder ohne Akku. Außerdem kann man bei einer Bestellung direkt bei Sofern noch Zubehör bekommen, wie zum Beispiel einen Silikondiffusor, mit dem sich die Lampe auch gut beim Campen, Buschkraften oder in der Hängematte nutzen lässt. Oder eine Gürteltasche, die sich nicht nur am Gürtel, sondern auch an den eventuell vorhandenen Molleschlaufen des Rucksacks oder anderer Taschen befestigen lässt. Ich handhabe das Ganze so, dass ich den Diffusor über den Tail-Switch stülpe und so das Ganze in der Tasche verstaue. Beim Entnehmen bleibt der
Diffusor dann drin und man hat die Lampe einsatzbereit. Bis auf die genannten Kleinigkeiten, eine sehr tolle und gut zu handhabende, wenn auch etwas größere EDC-Lampe, die einen ganz sicher nicht im Dunkeln tappen lässt. Die Verarbeitung ist insofern typisch top. Alle Gewinde sind sauber geschnitten und leicht gefettet und die Gestaltung der Lampe hebt sich positiv vom bisher gewohnten Knurling ab. Bedanken möchte ich mich ganz herzlich bei Sofern, die mir die Lampe zum Zweck eines ergebnisoffenen Tests und Reviews kostenlos zur Verfügung gestellt und mir so die Möglichkeit gegeben hat, die Lampe für euch zu testen und sie euch vorzustellen. Aber nicht nur das. Sofern hat mir für euch auch einen Rabattcode zur Verfügung gestellt, mit dem ihr die Lampe bei Amazon zu einem vergünstigten Preis beziehen könnt und den ich euch hier nun einblende. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar interessante Informationen zu dieser sehr potenten Lampe liefern, die mich nun seit ein paar Wochen ständig begleitet und auch in Zukunft begleiten wird. Und ihr liked und abonniert fleißig meinen Kanal. Auch eure Kommentare und Fragen werden wie immer umgehend beantwortet. Im Anschluss hänge ich euch noch ein paar Aufnahmen von den Ramping und Strobe Modes draußen im Wald an. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und lasst es euch gut gehen. Das Leben ist viel zu kurz und kann schneller vorbei sein, als einem lieb ist. Tschüss, Baba, sagt euer Buschbär.